Testräume für Atomsprengtests. What? Go, go, Birgi! Zack, da ist sie. Und? What? Wie geil ist denn das umgesetzt, bitte? Guck, wie er ausrastet da. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels. Zur 101. Folge. 101. Alter Schwede, Bergmann. Willkommen zurück nach dem 100-Folgen-Special. Wir machen weiter mit euren Leveln. Haben in Folge 99 aufgehört mit dem fantastischen Level von Inspire Original war das, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Und wir machen weiter mit Pixel Killer nicht, denn ich glaube, sein Bad Wars Level kennen wir noch nicht. Holy shitty. Herr Bergmann, Bad Wars Teil 1 von Pixel Killer. Es gibt viele Bad Wars Level. Ein paar Mal haben von euch ein paar in die Kommentare geschrieben, oh, das Level hast du schon gespielt. Nee, es gibt mehrere Bad Wars Level. Unter anderem eben das jetzt hier von Pixel Killer. Herr Bergmann, andere, diesmal habe ich dir ein Bad Wars Level gebaut. Es gibt doch einen zweiten Teil, weil mir die Shapes ausgegangen sind. Deshalb rate ich dir, die Fortsetzung im zweiten Teil zu spielen. Zu finden in meinem Profil, okay. Aber soll ich jetzt. Okay. Wir spielen also jetzt beide Teile. Alles klar, ganz verstanden. Sammle Bronzebaren und kaufe dir ein paar Blöcke. Oha, okay, das hat geklappt. Gehen wir hier ran. Oh, was mache ich denn? Ey, Leute. Nicht ernsthaft. Digga. Okay. Hol dir das Gold und baue dich weiter voran. Ey, das ist doch nicht dein Ernst jetzt gerade hier. Aber wir müssen das Gold noch. Oh Gott. Du hast keine Blöcke mehr. Das andere Team hat dich zugebaut. Wie wäre es mit einer Gravitationsbombe? Okay. Kann ich die werfen? Oder muss ich die erst craften? Okay. Ich muss sie craften. Na gut. Ey, aber Leute, wie Hammer ist denn das hier bitte gerade gemacht? Ich denke mal, wir können hier auch einfach super schnell, genau, durch. Zack, 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 zack. Das hat sich zugebaut. Jetzt holen wir uns die Gravitationsbombe. Zack. So. Achso, du willst eine Gravitationsbombe kaufen? Dann spiele jetzt den zweiten Teil. Okay, das machen wir, Leute. Ah, warte mal. Oh, nee. Ah, okay, warte mal. Play. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hier gerade... Ja, es lädt jetzt gerade. Dafür möchte ich mich gerne entschuldigen. Aber wir sind im zweiten Teil. Alles gut, alles gut. Wir haben jetzt die Gravitationsbombe. Oder was? Gold gleich, haben wir. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal das neue Gold holen. Zack. Und jetzt nochmal... Okay. Okay, ich hoffe, jetzt haben wir die Gravitationsbombe. Ey, aber es ist richtig gut umgesetzt, oder? Go, go, Birgi! Zack, da ist sie. Und? What? Wie geil ist denn das umgesetzt, bitte? Guck, wie er ausrastet da. Okay, können wir jetzt noch mehr Blöcke machen? Oder muss ich da rüberspringen? Ich muss vermutlich rüberspringen. Das kriegen wir hin. Okay, sauber. Was mit ihm? Wie kriegen wir ihn jetzt gerichtet hier? Zack. Okay. Alter. Leute, das hat Pixel Killer nicht alleine gebaut, sondern The Jabura hat auch noch mitgemacht. Dementsprechend ein großes Lob an euch beide. Hammer. Richtig, richtig toll, wirklich. Ja, kann ich nicht anders sagen. Also super geile Umsetzung. Ich bin überwältigt. Also was mit Happy Wheels möglich ist immer wieder. Wir machen weiter mit Herr Bergmann, Baustelle von Florentin. 58. Ich hoffe, dir gefällt es. Bitte bewerte den Schulnoten. Achso, Bad Wars kriegt natürlich eine 1, um Gottes Willen. Also das war fantastisch. Hier haben wir auch schon wieder den Sohn so gesnackt. Ich finde das großartig, wenn das passiert. Also natürlich, ne, wünsche ich mir nicht für mich selber, aber ich finde es lustig aus. Bergis Baustelle. Okay. Okay. Alles gut. Schnell. Okay, ich bin schnell. Das war super langsam, aber gut. Schnell durch jetzt. Zack. Bei Ananas Andi vorbei. Die ominöse Toilettenfrau. Und irgendwas hat uns ganz komisch zerrissen hier. Das habe ich nicht verstanden. Nein. So. No. Okay, der Sohn hat eine sehr weibliche Stimme. Kaudia. Hanya. Schamanada. Kann man mal. So, das geht wieder weiter. Das ist eben nie passiert. Und jetzt. Oh, alles gut, alles gut, alles gut. Okay, schnell. Also, okay, jetzt super Speed. Das kriegen wir hin. Oder waren wir vielleicht eben zu langsam und deswegen. Okay. War das die Frau auf der Toilette? Kann das sein? Das ist irgendwie. Na gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hier ist alles kaputt.
Okay. Das bringt uns auch hundertprozentig um jetzt. Und hier liegt einfach zu viel menschliches Übel. Ha! Okay. Okay. Okay, es geht nicht anders, als dass wir gleich müssen was riskieren müssen. Oh! Ja, geil! Okay. Das fand ich, das heißt, wir müssen noch schneller durch, damit die Bröcke uns gleich den Weg nicht versperren und irgendwie schaffe ich jetzt nicht mal mehr das. Und der Anfang zieht sich leider ein ganz kleines bisschen. Ich will direkt losfahren können. Aber es trübt natürlich nicht diesen wunderschönen Gesamteindruck dieses Levels. Och Mann, Bergmann. Bergmann. Du musst dich auch mal konzentrieren. Du musst dich auch mal konzentrieren. Das ist, ja, genau. Das war natürlich perfekt. Super Speed. So, zack. Jetzt super schnell hier durch. Da explodiert schon alles. Okay, das hat rein gar nichts gemacht. Ich glaube, ach, wisst ihr was? Das bringt auch gar nichts, weil die Sachen hier, diese Bröckel von den Steinen, glaube ich, oh Gott sei Dank, einfach standardmäßig da. Nein! Oh Gott, oh Gott. Sprengung? Okay, alles gut? Okay? Okay? Boah, diese Dinger machen mich gerade super nervös hier. Nein! Alles gut, alles gut. Nochmal Sprengung. Oh! Alles gut, watch out. Alter, raste völlig aus, du Stein. Raste völlig aus. Wie viel wiegst du bitte? Okay, wir haben einen neuen Timmy. Nein, komm. Alter Schwede. Watch out, okay, Miley Cyrus. Was war das? Okay, fast da. Okay, weg. Alle weg. Okay. Alter Schwede. 2+. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Level. Fand ich sehr, sehr schön, Florentin. Wirklich super gerne mehr davon. Aber es hat mir gerade schon ordentlich Nerven gekostet. Aber ich fand es sehr schön. Herr Bergmann, Angst. Warnung an alle Headphone-User, macht sie leiser. Ich hafte nicht für entstandene Schäden. Herr Bergmann, Angst. Es ist ein Spiel PS, nicht allen... Okay, das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Also so ein Troll-Level habe ich jetzt eigentlich gerade weniger Lust drauf. Ich mache einfach mal den Sound komplett aus. Okay. Oh, okay, ja, zum Glück habe ich es ausgemacht, ey. Okay. Was passiert jetzt hier? Oh, okay, da fallen wir runter. Okay. Okay, touch me. Okay. Hä? Understand nicht, was hier läuft. Da passiert nichts. Was, was, mit dem touch me please? Mit dem Kopf, was? Ich weiß nicht, was hier passieren soll. Oh, jetzt? Okay, alles klar. Okay. Okay. Und hast du die... Oh Gott. Ich kann mir ein bisschen lauter machen, ja? Ich fand das gar nicht so schlimm. Wenn euch das Level gefallen hat, dann bitte ein paar Sterne hier lassen. Und mit 5 Sternen weiß ich, dass ich weitere Karten bauen soll. Super gerne. Also vermutlich war natürlich ein bisschen blöd, dass du mich jetzt vorgewarnt hast. Dann wäre es vermutlich wesentlich lauter gewesen. Aber ich bin auch nicht gerade unglücklich darüber. Wir machen weiter mit Ananas. Nee, Quatsch. Wir machen weiter mit der Bergmann Andy Ballfrow von Data. Und er schreibt: Hallo Berge und andere. Hier mein nächstes Level. Ich hoffe, dass es gefällt. Lieben Gruß von Nico. PS, es gibt eine E-Mail-Adresse, wo man dir eventuell etwas schreiben oder schicken könnte. E-Mail-Adresse nicht. Aber du kannst es eigentlich über YouTube oder über Twitter im besten Fall immer machen. Da erreichst du mich eigentlich immer. Schnell, Bergi, Andy und sein gemeiner Zwillingsbruder Anton versuchen dich zu töten. Muah. Also. Andi scheint wirklich, das kam überraschend, super viele Geschwister zu haben. Also langsam wundert mich hier gar nichts mehr. Anton, Andi und wie gab es auch noch diese andere da? Hallo? Oder war das Melonen Marlin? Ich weiß nicht mehr genau. Anton Attack. Der Nachfolger von Akne Attack. Anton Attack. Okay, jetzt kriegen wir es hin. Ich hab's einfach im Urin gerade. Oh, Anton Attack. So, jetzt aber. Juhu, oh, das war sehr gut, Birgi. Oh, der kommt auch richtig gut. Jetzt kommen wir in die Hilfe. Zack, und jetzt in den Tod, genauso wie ich das mag. Oh, der kommt gut. Der kommt scheiße, aber der kommt gut. Der kommt nicht so gut. Oh, der kommt super. Jetzt räche dich bei beiden, okay. Yay! Okay. Oh, habt ihr den gesehen? Gerade haben wir mal spannend gemacht gegen Ende. Aber dann haben wir den Double Kill noch gekriegt. Sehr schönes Level, Data. Hat mir sehr gut gefallen. Gerne mehr davon. Wir machen weiter mit Herr Bergmann an die Minecraft von Heisi65. Hi Berg und andere, diesmal habe ich für dich ein Design hochwertigeres Level gemacht. Das ist nicht schwierig, ist nur ein Ausflug. Viel Spaß und ich freue mich auf jede gute Bewertung. Okay.
gucken wir mal rein. Herr Beckmann und sein Sohn Timmy machen einen spannenden Ausflug durch die Minecraft-Welt. Viel Spaß, Burgi. Vielen Dank. Und dann, doch dann wird es dunkel. Oh, Timmy, Papa, ich sehe nichts. Ich habe Angst. Herr Beckmann, ich auch nicht. Sohn, komische Stimme. Habt schön Angst. Okay. Soll ich jetzt wieder leiser machen? Oh, da war jemand. Timmy, Papa, ich sehe wieder die Sonne. Herr Beckmann, endlich frei. Okay. Wollte dein Skin noch machen, aber ich hatte das Limit erreicht. Bewerte mein Level bitte in Schulnoten PS. Mach weiter so. War da jemand? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da ein Schocker drin war. Leute. Wollt ihr Burgi trollen hier? Gut. Ja, wir machen weiter mit... Herr Beckmann. Achso, Bewertung vom Design her. Kriegst du von mir eine 2. Aber eine 2 minus, weil es ein bisschen kurz war. Aber ich fand es sehr schön gestaltet. Machen wir weiter mit Herr Beckmann Ananas Returns von Snaptrash. Und Snaptrash ist, denke ich mal, unser guter alter Musiker hier. Hallo lieber Herr Beckmann, hier ist Snaptrash. Ich versichere dir, dass es in dem Level keine Eigenwerbung, fiese Fein oder widerliche Farben gibt und hoffe, es gefällt dir. Ich habe mich bei diesem Level sehr bemüht und freue mich auf die Folge. Okay, lieber Snaptrash, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, hallo Beckmann, frühmorgen. Achso, Kasel Beckmann. Als Beckmann frühmorgens aufwachte, begab er sich, da das Wetter so super war, auf einen Trip mit seinem Segway. Bitte durchlesen. Natürlich. Okay, kleiner Tipp. Immer wenn du eine gelbliche Barriere durchdringst, gibt es gleich etwas zu lesen, so wie das hier. Ah, okay. Doch als er gerade eine Straße überquerte, Achtung, Heckenschütze. Okay. Oh, oh. Oh, okay. Schnell, schnell, schnell. Rüber. Münze, snacken. Sehr gut. Zack. Ach du meine Güte. Woher kam dieser Angriff? Ich dachte, Ananas Anni wäre endlich friedlich. Langsam hier. Okay. Zack. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ab in die Höhle. Oh. Ananas Bunker. Okay. Was hat es bloß mit diesem Gang auf sich? Oh Gott. Oh, sieht aber gemütlich aus. Testräume für Atomsprengtests. What? F5A, 6B, 4C, okay. Ananas Trainingslager. Lololololol. 1 plus 1 gleich 3, ja. Okay. Oh Gott, Leute, was haben wir hier gerade entdeckt? Steht das Ende der Welt kurz bevor? Okay, wieder raus. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen Pipi in den Augen gerade. Oh Gott. Stopp! Bitte lass nicht alle von meinen Schandtaten erfahren. Andi, was machst du denn da? Vor allem, ich habe Andi schon so oft getötet. Vollgas, okay. Ich habe Andi schon so oft getötet, dass ich echt sagen muss, so, Andi, ey, wo kommst du immer wieder her? Bitte bewerte wie immer in Schulnoten. Hey, Bergmann, hier ist Snaptrash. Ich hoffe, mein allererstes Set-Previews-Level hat dir gefallen. Ich werde hier wieder erwarten, keine Eigenwerbung machen. Also geht bloß nicht auf meinem Kanal. Ich will hier viel lieber sagen, wie gerne ich dir mein erstes Level gewidmet habe. Und du willst gar nicht wissen, wie viele Tage der Arbeit ich in dieses Level gesteckt habe. Ich bedauere es nicht, mehr gefordert zu haben. Doch ich hoffe, dir ist die Gestaltung ein wenig auch gefallen. Nun will ich dich nicht weiter aufhalten und wünsche dir ein gelungenes Video. Und falls du irgendwann mal so viel Zeit hast, dass du einfach nicht weißt, wohin damit, dann kannst du mich auf Skype unter meinem YouTube-Namen enden. Ich schwöre auf Diskussion. Ist gerade 2 Uhr nachts und ich habe Angst, was falsch gemacht zu haben, aber ich stelle das trotzdem online. YOLO Maudo Dolo. Ey, Snaptrash, vielen, vielen Dank für dieses tolle Level, wirklich. Es hat mir super gut gefallen. Deswegen kriegst du natürlich eine 1. Das weißt du ja. Auch nett mit den gelben Markierungen. Das habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich das mal ein bisschen schade finde, wenn man durch so ein Level durchrast und plötzlich kommt ein Text, dass man vorher vorgewarnt wird. Das hast du jetzt gemacht, auch wenn wir nie so wirklich richtig Vollspeed drauf hatten. Aber allein, dass du daran gedacht hast, finde ich super toll, wirklich. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr schöne Level. Ein gelungener Abschluss. Und ja, ich hoffe, wie immer, dass es auch euch gefallen hat. Und muss wirklich sagen, dass ich jetzt in dieser ganzen Woche, in der ich Happy Wheels gespielt habe, wirklich durch die Bank weg richtig, richtig tolle Level dabei hatte. Und das macht mich unglaublich happy, weil Happy Wheels eben auch sehr oft sehr anstrengend sein kann, wenn man so Troll-Level bekommt. Aber ihr habt euch da wirklich zu einer sehr, sehr tollen Bau-Community zusammen erschlossen. Und da möchte ich einfach mal Danke sagen an dieser Stelle. Und mich auf weitere viele zahlreiche, tolle, unterhaltsame und auch natürlich nervenzermürbende Folgen freuen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Einen fantastischen Tag für euch, euer Bergmann.